Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Letzte Folge sind wir eine Stufe aufgestiegen, was ich gar nicht mitbekommen habe. So, den hier. Genau. Irgendwann werden wir dann auch noch mehr Demons. Hier Massenverwundbarkeit. Großer Schlaf. Geschützturm-Shutdown. Wenn wir alles noch machen müssen. Irgendwann. Geschützbändigung. Ja, nur damit wir dann wir haben es gleich. Ja, komm, alles gut. Ja, gehen wir mal weiter. Aus dem Clouds kam ich ja gerade raus. Und dann. Hat echt was, dieser Ort. Auf eine schmierige, abstoßende Art. Hast deine Meinung zu Puppenhäusern wohl nicht geändert? Oh, das habe ich. Früher hätte ich sowas nicht mal mit der Kneifzange angefasst. Heute würde ich am liebsten alles eigenhändig kurz und klein schlagen. Meinst du, Fingers hat sie? Glaubst du, wir finden sie da? Wie? Wenn ich hell sehen könnte, wäre ich jetzt kein abgewichster Geist im Kopf von einer wandelnden Leiche. Oh. Allerdings nur unter einer Bedingung, dass Kantau unter Beweis stellen muss, dass sie die kriminellen Machenschaften in dem Bezirk auch unterbinden will. Die letzte Nachricht des Tages wird. Besitzern wohl eher will. Ich glaube, uns geht's nicht gut. Nein, du bist gar nicht. Du hast was versucht und das ging schief. Und jetzt bist du völlig fertig. So findest du Hellmann nie. Noch drauf, ehe wir wissen, wie du den Chip loswirst. Selbst gesagt, du willst mich tot sehen. Seitdem habe ich dir doch wohl klar gemacht, dass das nicht mehr so ist, oder? Ich will, dass du am Leben bleibst. Ich finde keine Worte, die beschreiben, wie verrückt du bist. Ich brauchte nur eine ruhige Minute zum Nachdenken. Hab eine zweite Chance gekriegt und die werde ich nicht verstreichen lassen. Was für eine Chance. Das Leben in vollen Zügen zu genießen. Nordlichter zu sehen oder lieber Gazellen auf einer Safari. Um zu beenden, was ich angefangen habe. Ich bin zurück und Saka muss weg. Dafür brauche ich dich. Aber wozu? Für uralte Ideale?
Oder persönliche Rache? Das musst du nicht wissen. Du sollst mich nur von A nach B bringen. Hör zu. Ich weiß gewisse Dinge, die uns helfen könnten, dein Leben zu retten. Du wirst den Chip los, ich hau Saka eine rein. Win-win. Wir brauchen den Soulkiller. Und wir kommen über Mikoshi an ihn ran. Du weißt schon, dass du nur eine lästige Halluzination bist, oder? Sollte dich einfach ignorieren. Und du bist eine wandelnde Leiche. Dann warte ich halt, bis dein Verstand weg ist und ich übernehmen kann. Du kleiner Wichser. Aber wie du siehst, habe ich mich entschieden, dir zu helfen. Zuerst müssen wir nur was finden. 7 Buchstaben. Fängt mit M an. Okay. Also, was genau ist dieses Mikoshi eigentlich? Okay, von vorn. Wenn du verlinkt und im Net unterwegs bist, kann Arasaka dich frittieren und mit Soulkiller deine Psyche, Verstand und Seele fangen. Und? Kannst du noch folgen? Ja, hab die Erinnerungen gesehen. Haben dich schön dran gekriegt. Okay, wir haben scheinbar noch was zu bereden. Aber das muss jetzt warten. Also, wenn dich Soulkiller frittiert und röstet, stirbst du zwar, aber dein Verstand wird vorher in ein Engramm kopiert. Sicher. So bist du zum Konstrukt geworden. Genau. Mikoshi ist der Ort, von dem aus Soulkiller agiert, wo die Engramme gespeichert werden. Und was hat Mikoshi nun mit meinem Chip-Problem zu tun? Ist nicht gerade die hellste Birne im Lampenladen, hm? Vor 50 Jahren war Mikoshi der einzige Ort auf Erden, wo man am menschlichen Verstand operiert hat. Heute bestimmt immer noch. Ich sag's dir, dort wird alles enden. Du bringst dein Ding zu Ende und ich meins. Und, wie willst du Arasaka diesmal fertig machen? Noch ein atomares Ass im Ärmel? Ja. Nur diesmal heißt es Alt Cunningham. Sollte ich den Namen kennen? Noch nicht. Erst wenn wir haben, was wir suchen. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen nach Mikoshi. Entschuldigung, falsche Taste. Entschuldigung. Vielleicht falsch kann. Upsi. Oh Mann. Geht's eigentlich hin? Hey, ich hab ordentlich Schaden abgekriegt. Ach, ruf Tudi an. Stimmt, machen wir. Hey, du rufst tatsächlich an. Hab doch versprochen anzurufen. Versprechen sind eine Sache, sie einzuhalten eine andere. Und, hast du was rausgefunden? Evelyn ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie an einen Ripper-Dog namens Fingers vertickt. Oh, Scheiße. Weißt du, wo ich diesen Fingers-Typen finde?
Ja, der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig Street. Scheiße, wie, der Typ ist richtig mies. Bin gerade unterwegs, um sie zu finden. Ich hab ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße. Bis später, Vi. So. Um dieses... Der Ort hat was Besonderes. Ja. So, um dieses Flimmern da wegzukriegen, mache ich kurz noch Folgendes. Ich speichere kurz ab und lade nochmal neu. Dann ist das Flimmern weg. Also, Giga. Ist das hier mehr nach deinem Geschmack als das Klotz? Hey, wenigstens weiß man hier, was man kriegt. Ja, check, check. Was soll das, hä? Ja, oh Süße, nicht so schnell, komm her. Ja, Pap. Der hat dich gratis gechippt. Scheiße, echt? Sie, Standardausstattung, aber sie funktioniert. Also wollte er echt kein Geld? Gnade? Nicht mal im Rahmen. Wie gesagt, er war fertig und meinte nur. Leon, was haben wir denn hier? Du bist ja mal ein leckeres Ding. Wenn du Befriedigung suchst, könnte ich dein Mann sein. Ich suche einen Ripper-Doc. Nennt sich Fingers. Wo finde ich den? Wer fragt? Und warum? Hab ein Problem mit einem Implantat. Du bist nicht von hier. Gibt genug andere Ripper-Docs in der Stadt, die dich fixen können. Fingers soll der Beste sein. Ja, der Beste für Nutten. Bist du eine Hure? Escort, für spezielle Geschmäcker. Ich suche einen Ripper-Doc, der meine besonderen Bedürfnisse erfüllen kann. Gut. Du wirst Fingers gefallen. Lass sie durch. Ja, wenn es hier vermasselt, dann greifen die auch einen an. Und das wollte ich jetzt gerade vermeiden. Also, hey, einfach mal fass sie nicht an! Kein Schiss vor deinem mickrigen Arsch! Wirst du aber, wenn jede Mox der Stadt in diesem Drecksloch aufkreuzt. Wenn du eine Geldforderung hast, dann geh vor Gericht, du Schlappschwanz. Schon klar, jeder hat mal genug. Zahl mir deine Schulden. Wie? Hey. Hallo! Stell dich gefälligst an! Hey, verdränge dich nicht. Pflanz dein Arsch hin und warte, bis du dran bist. Hab schon von ihm gehört, ja. Zum Beispiel? Seine Hand rutscht wohl gern aus. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich mach mir solche Sorgen um sie, wie. Wusste nicht, dass was passiert ist. Wir finden sie schon, ganz sicher. Nach dem Überfall war Evelyn eine Weile bei den Mox, oder nicht? Ja, war sie. Warum zum Teufel ist sie dann zurück ins Clouds? Dachte, da wäre sie sicherer. Weiß Gott, warum. Hab versucht, sie aufzuhalten, aber sie wollte nicht auf mich hören. Schon mit Fingers geredet? Schön wär's. Bei dem wartet man länger als bei den besten Ärzten der Stadt. Wir werden ewig hier warten, ich weiß das. Vielleicht kannst du mit einem der Mädels reden, ob wir vor können. Warum ich? Ich glaub nicht, dass sie mich mögen. Versuch's einfach. Oder schlag was Besseres vor. So, ein C. Ich hab 4 Stück, ne? Ein C. C,
und C. Ah, Mann. Und C, und C. Ein C, ein C, E9. E9, E9. Ja, ich hab's. Okay. Jetzt sind wir dran. Jetzt mach mal deinen hübschen neuen Mund auf. Wie sieht's jetzt aus? Besser. Irgendwas stimmt nicht. Alles ist so verschwommen. Die letzte Besitzerin der Gesichtsplatte hatte ein längeres Gesicht. Ich glaube, wir können. Ränder ziehen an Gehen wir rein? Hallo? Wir waren Keine zuerst Sorge. Hier. Jetzt seid ihr nach uns dran. Gewöhnen. Irgendwann. Ja, bitte. Wie kann ich helfen? Wir suchen eine Evelyn Parker. Ich weiß, dass sie hier war in deiner Klinik. Ah, verstehe. Darum geht's also. Wo ist sie? Na, das ist mal eine schwierige Fangfrage. Seid ihr Tiger Claws? Ich habe all meine Schulden bezahlt. Wir sind Mox. Mox? Sagt das doch gleich. Also, was führt euch her? Wissen diese Mädchen, dass du defekte Implantate einbaust? Du nennst sie defekt. Ich nenne sie die Besten, die sie kriegen können. Hm? Was kriegst du dafür? Was immer sie mir bieten können. Und sie haben immer irgendwas zu bieten. Du bist so ein Drecksack. Abschaum! Sucht ihr eine Freundin? Hab ich dir schon gesagt, ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Ich muss sie finden. Bitte, kommt in mein Büro. Hier kommen so viele Mädchen vorbei. So viele. Aber sagen wir so, ich widme mich mit Leib und Seele jeder einzelnen von ihnen. Da kannst du jeden fragen. Ich bin doch kein Metzger. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, was die Leute wollen. Umschmeichelt. Gelobt und gestreichelt werden. Sich fühlen, als ob sie etwas wert sind. Forrest, sagt dir der Name was? Nein. Sie nennen ihn Woodman, arbeitet im Puppenhaus. Du hast mit ihm geredet? Ich habe mit Woodman geredet. Er hat gesagt, dass er sie hergebracht hat. Meinte, du hättest für sie bezahlt. Warum war sie dir was wert? Hast dich wohl verhört? Ich habe keinen Annie für sie bezahlt. Er hat mich bezahlt, damit ich sie nehme. Und dann? Ich habe die Eddies nie gesehen, weil ich ihr Implantat nicht richten konnte. Darum hat er sie mir als Ausgleich für meine Mühen dagelassen. Ich kann mir diesen Scheiß nicht mehr anhören. Wir reden hier von einem lebenden Menschen. Genau genommen. Er halb tot. Die arme Kleine. Ich wollte ihr helfen, wirklich. Aber diese Einrichtung ist nicht gerade gut ausgestattet. Komm zum Punkt. Den Punkt? Ah ja. Nun, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo sie ist. Schluss mit den Scheißlügen! Was hast du, Freak, mit ihr gemacht? Entweder legst du dieser Kreatur einen Maulkorb an, oder du schläferst sie ein. Mit ihr im Raum kann man sich nicht unterhalten. Du bist ein Abschaum. Erbärmlich. Überflüssig. Ich bin so kurz davor, dich einzuschläfern. Zwei Biefer aus einem BD-Studio haben sie. Ich kenne nicht mal ihren Namen. Bitte, bitte! Ich will Details, verdammt! Welches Studio? Sie haben was von einer Motte geredet. Virtus mit der Todesmotte. Meinten, sie wäre gut für die Motte. Ich brauche frische Luft. Bin draußen. Ich komme auch.
Ich würde euch gerne die Klinik zeigen, aber vielleicht später. Ich habe sie zurück ins Clouds gehen lassen. Ich hätte sie aufhalten sollen. Keine Angst, wir finden sie. Ganz sicher. Wir finden nur, was von ihrem zerstückelten Körper übrig ist. Hey, reiß dich zusammen. Willst du jetzt aufgeben? Nein. Unsere einzige Spur ist ein XBD. Wohin führt uns das? Und wir wissen, dass es was mit dem Todesmottensiegel zu tun hat. Besser als nichts. Ich raff deinen Optimismus nicht. Klingt immer noch, als hätten wir nichts. Sagt dir das Todesmottensiegel was? Irgendwas, egal wie unwichtig es scheint. Hör zu, in dieser Branche ist die Nachfrage für alle möglichen Fetische da. Und das grenzenlos. Aber XBD-Macher würden ständig den Standort wechseln. Und das macht es schwieriger, sie zu fassen. Wir müssen rausfinden, wo sie das Zeug drehen. Muss irgendein dreckiges Loch sein. Die werden wohl kaum ein Studio haben. Ja, sicher irgendwas Ruhiges, Abgelegenes. Vielleicht entdecken wir was in einer ihrer Virtus, was uns auf ihre Spur führt. Dann müssten das echte Vollidioten sein. Hast du eine bessere Idee? Hab ich. Eine Domain namens Pleasures of Night City. Gibt einen Ableger davon im Darknet. Da findet sich alles Mögliche. Vielleicht stoßen wir ja auf was Nützliches. Lass mich einen Moment nachdenken. Die Darknet-Domain ist die beste Spur. Halten wir uns an deinen Plan. Gut. Hoffentlich kannst du was Nützliches ausgraben. Ich warte im Van. So, wen haben wir hier? Security or style? Thanks to the bulletproof Aranite from Rayfield, your only worry is getting stuck in traffic. So, BD, BD, ein C55. So oder so. Hey, yo, willst du uns abzocken oder was? Da fehlen 4 Beutel, Mann! Er hat Pablo mir nicht gegeben. Wenn's euch nicht passt, macht das mit ihm aus. Ja. Ich rede aber nicht mit Pablo, sondern mit dir. Das bedeutet, du und ich, wir haben ein Problem. Ich könnte die Straße mit deinen Eingeweiden pflastern, aber ich will erst, was mir zusteht. Ich suche nach Rohmaterial. Ungefiltert. Versuch's doch! Na los, und Junge! Ich komme ein andermal wieder. Kannst kaum erwarten. Was ist mit dir? Kaufst du was oder willst du nur wie ein Undercover-Bulle rumstehen? Ich suche BDs, der besonderen Art. Besonders? Bist du ein Bulle?
Wenn ich eine Bulette wäre, würde ich dich jetzt schon für den letzten Verkauf abführen. Schon gut, schon gut. Man kann nie zu vorsichtig sein. Was willst du? Gib mir das Beste vom Besten. Was mit der Todesmotte? Hab's mit einer Feinschmeckerin zu tun. Todesmotte kostet aber ordentlich. Wie steht's um einen Neukundenrabatt? Rabatt gibt's nur für Stammkunden. Wenn du pleite bist, verpiss dich! Hast du was Interessantes für mich? Also, die Todesmotte. 350. Ja, kann ich überholen. So, die anderen brauche ich erstmal nicht. Ah, stimmt, ich muss ja die Waffennummer nehmen. War mir ein Vergnügen. Wir hatten ja die Waffen abgeben müssen. Das heißt... Meine Pistole rein. Nehmen wir... Maschinenpistole. Und die Schrotze. Gut. Lass mich... Ah ne, die ist hier, ne? Genau, eine einhändige Keule. Eine ikonische Waffe. So. War nicht wirklich schneller. Aber hey. Scheiße. Steig ein. Honey. Lass mich alles vorbereiten, aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Solide Links-Rechts-Kombo. Kann losgehen. Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen kann. Wie? Editiermodus ist bereit. Seh dich in aller Ruhe um. Gott, ist das heiß. Temperaturwerte sind abnormal. Such weiter. Eine Scaff-Frau. Wer hätte gedacht, dass die auch XBDs drehen und nicht nur Leute ausweiden? Vor kurzem bestellt. Electric Corp Logo auf den Overalls. Auf den Overalls war ein Logo drauf. Electric Corp. Könnte ein Kostüm sein. Requisite? Ein Fabrikarbeiterfetisch? Eher unwahrscheinlich, oder? Das würde auch die erhöhten Temperaturen erklären. Vielleicht hast du recht. Dieses Synth-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Backe-Slice. Gewöhnliche Kiste.
Decker Tanaka and Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Der Kaffee war kalt. Vielleicht ein Tag alt. Aber die Pizza sah frisch aus. EC, also? Also kaufen sie regelmäßig bei Backeslice. Was man nicht wegen des tollen Geschmacks oder der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Also ein altes Electric Corp Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Los, wir müssen dahin. Ja, fahren wir zusammen? Okay, auf geht's. Dann mal los. Ach, komplett Level up sogar. Nice. Level das. Na, hier war ja nichts, was wir gerade noch gebrauchen könnten. Das wäre nice. Aber ich glaube, ich gebe mal einen richtigen Breach-Protokoll. Data Mining. So, Massenverwundbarkeit. Gut. Werd die Bilder nicht los. Aus der Todesmottenvirtu, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnehmen, Snuff ist, dann... Sag's nicht. Die müssten total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich meine, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke. Ja, da könnte man natürlich einiges machen. Als XBD-Produzent. Wenn dein Model, in Anführungszeichen, über einen Puppentyp verfügt. Hi. Ja, ne, ich spiele hier als Netrunner. Wenn man zum Beispiel voll auf Konstitution gegangen ist, voll auf harter Bursche oder so, dann hätte man die Türe einfach aufbrechen können bei Fingers. Einfach Türe aufbrechen und reinlaufen. Während wir als Hacker, ja, wir geben uns einfach einen Termin. So, ganz einfach. Ja. Ja, dann bin ich echt mal gespannt, wie das jetzt abläuft und in welchem Zustand wir jetzt Evelyn finden, ne? Wir wissen ja nicht, ob die derweil... Ah, wir sind da.